Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 2. Pipi Päuschen ist vorbei. Ja, das reimt sich. Oh ja, was sich reimt, ist immer gut. Oh yeah. So, hattest du hier Damage gekriegt? Ja. Das ist voll frech. Da sind jetzt zwei Typis. Ja, aber wir sind... He-Man! Leute. Warum schlägst du zweimal, du Nutte? Ja, lebt noch. Einfach zugeguckt, weißt du so. Was machst du da? Okay, wir müssen jetzt die Seelen zurückholen. Oh, da und da. Oh, da kommt man irgendwie anders hin. Stimmt, indem man hier runterspringt. Ja. Ja, da hinten ist ja auch noch so ein Turm. Also da. Ja, genau. Und da ist noch ein Riese. Stimmt. Stimmt. Ui. Bums. Müssen wir neue Pfeile kaufen, glaube ich. Ja, haben noch 16. Aber können wir mal noch machen irgendwann. Du kannst ruhig Pfeile benutzen. Warum? Also der stand ja wohl ganz alleine da. Ja, bei stimmt. Dem anderen vielleicht. Damit die nicht zu zweit kommen. Da gebe ich dir voll recht. Bam! Hart gehittet. Sniper, ey. Ja, echt mal. Nice. Oh, noch gut Damage mittlerweile. Geh mir nicht auf den Sack. Ist schon echt okay. So, wo sind denn jetzt die Seelen? Oh, wie weit müssen wir da reinlaufen? Eigentlich dachte ich, dass ich schon fast wieder raus wäre, aber da habe ich mich wohl vertan. Vertan! Ich habe mich vertan. Ja, haben wir nice. Die liegen da ganz hinten drin. Bedenke auch den die Hinterhalt. Typen, ja, genau. Ich glaube, dann machen wir erst den hier. Hallo? Da, die kommen da runtergefallen. Zumindest einer. Hm. Da ist der andere. Ah, okay. Ja, wieso hat er beim ersten Mal nicht getroffen, ey? Reichweite ist so lala. Ja, genau. Das ist ein bisschen kurz. Letztes Mal gab es noch die Scythe, die fand ich auch ziemlich nice. Die Sense. Mhm. Die ist eine ziemlich gute Dexterity-Waffe. Dexterity. So, reinrennen und dann wieder raus. Oh je, ja. Ja, das hat gut geklappt. Ah, Zero Problemo, der hat nicht mal geschossen, der weiß nicht mal, dass wir da sind. Ja, komm, den dann nehmen wir auch noch mit. Bleibt nur noch ein Weg und zwar den oben den links oben, da rein. Ja. Ich frage mich, wieso da hinten eine Nachricht stand mit Leuchtfeuer. Wow. Ach, Menno, ich hab gedacht, ich kann jetzt einmal da. Du bist schneller. Ich wollte gerade sagen, das war auch gut so. Hui, Lebensstein. Lebensstein ist gut. Spart uns 300 Seelen. Sehr gut. Moment, doch 300. 300 Seelen, ja. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht wollte der einfach nur das Feuerchen da beschreiben. Ist da links noch eine Leiter? Nee. Hier kommt man noch nicht hoch. Also hier ist wirklich Sackgasse. Also hier kann man auch wahrscheinlich nichts kaputt machen. Ja, das ist halt ein großes Feuer. Siehst du, da oben ist die Brücke, die ich meine. Ja, jetzt weiß ich auch, was du meinst. Das heißt, dahinter muss dieses Echsenvieh stehen, was man von da aus sehen kann. Tja, kommen wir wohl später dann hin. Jetzt haben wir noch den Weg da oben und dann bleibt nur noch der Weg hinter dem Riesen. Also nicht hinter dem Riesen, sondern hinter dem fetten Gegner. Ja, genau. Erstmal. Erstmal. Das ist eigentlich voll gut. Mein Gott, wir haben nur zwei Wege. Ja. Oh. Okay, links steht einer. Das heißt, wir droppen auch jetzt da durch. Ja. Wir können nicht einfach... Moment. Oh, da ist er ja. Wie der nach vorne gelassen ist. Also voll auf Droge. Oh, der versucht zu hauen. Wie frech ist das denn? Das lass doch mal schön sein. Oh. Ah, da hinten steht noch einer. Vorsicht vor Distanzkampf. Ah, der hat eine Armbrust oder so Zeit wahrscheinlich. Zeit für Pfeil und Bogen. Ich frage mich nur, wo geht's hier hin?
Oh, der hat auch Distanzkampf wahrscheinlich. Warte mal. Kennen wir die Brücke nicht? Ja, die kennen wir. Da oben ist der Typ, der die Feuerbälle wirft. Stimmt! Ach, hier sind wir wieder! Da haben wir gesagt, da kommen wir nicht hoch. Nee, dann ist das kein Distanzkämpfer, dann steht er so mit dem Rücken zu uns und in deinem Raum sind zwei Leute drin. Ja, der Distanzkämpfer ist hinter dir. Also voll scheiße, das heißt, wir sind hier fertig. Ja, hier haben wir gar nichts zu suchen. Fuck, ey. Benutz den Knochen, ohne Spaß. Echt? Ja, warum nicht? Kannst ja neu holen zur Not. Weil der dauert ja jetzt ewig, bis wir wieder bei dem einen Feuer sind. Ja, das ewig sind jetzt nur die nicht, Gegner, die hier sind. Ja, okay. Ja, mach halt, fick dich. Ja, ist ja gut. Hast du auch einen laufen? Ich höre einen laufen. Willst du mich verarschen? Hat der noch schnell, bevor der gestorben ist, eingeschossen? Ich glaube schon. Boah, ich hab mich gerade irgendwie erschrocken. Ich glaube, wir... Oder hast du dich bewegt, während du gezielt hast? Nee. Welchen Typen habe ich denn da laufen hören? Keine Ahnung. Hörte sie aber noch nach uns an. Das stimmt. Jetzt können wir gucken, was passiert, wenn wir den da anschießen. Guck mal, da gibt es sogar sein Popöchen. Oh ja, gibt's mir tief rein. Und jetzt? Dreht er sich um und denkt sich, ne, what the fuck ist denn jetzt passiert? Moment, nach der Logik des Spiels müssten wir dem durch die Beine schießen können und den treffen. Ich glaube, wenn du zielst, dann bewegt er sich. Ja, ich glaube auch, ey, ohne Spaß. Oh, fucker. So muss das aussehen. Lass die Scheiße sein. Gib mir auf den Sack. Den da hinten, den ignorieren wir einfach mal. Ja. Hat der da was fallen lassen? Nö. Das heißt, ja, jetzt gibt's nur noch einen Weg. Ja, irgendwie, das kommt mir hier viel zu groß, das Gebiet vor. Ja, da werden wir auch nochmal hinkommen. Ohne Frage. Ich glaube, du musst den Feuertypen besiegen, um da hinzukommen. Das könnte sein. Das heißt, wir können jetzt wirklich nur... Ja, dann können wir auch einmal hier rasten. Da können wir auch wieder Seelen ausgeben. Ja, wir haben schon mittlerweile echt viel, ja. Das sind auf jeden Fall zwei bis... Je nachdem, wie viel Seelen wir noch haben, drei... Hol vorher aber nochmal irgendwie so, keine Ahnung, 100 Pfeile, würde ich sagen. Ja, erst leveln, dann Pfeile holen, oder? Ja, okay, stimmt. Hast recht. Blöd. Mit Jula! Wir haben auch beispielsweise Proud Soul of Knight und so. Ne, Proud weiß ich nicht, aber auf jeden Fall Knight. Eine Ritter, ja. Die müsste dann vielleicht 1600 geben. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich finde es ein bisschen ätzend, jedes Mal zu der Tante zurück zu müssen. Und da, warum kann man nicht an den Stimmen? Stimmt, finde ich auch. Da war vor allen Dingen mit diesen langen Ladezeiten. Warum haben die das geändert? Das ist eigentlich eine dumme Änderung. Ja, das macht ja auch keinen Sinn. Also, was ist denn jetzt der Vor- oder Nachteil da? Ja. Also der Nachteil ist, dass man wieder Ladezeiten hat, wieder dazu. Ich verstehe auch nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Ich meine, welchen Grund hatten die zu sagen, eben, das müssen wir ändern? Ich glaube, den nächsten machst du. Konstitution. Okay. Ich bin nochmal für Vitalität. Dann haben wir erstmal. Schon. So, jetzt haben wir auch noch eine kleine und eine große Seele. Dann nehmen wir die. Sollen wir direkt die des stolzen Ritters nehmen? Weil die müsste 400 geben, die müsste 800 geben. Ja, vielleicht gibt die aber nur 1000 oder 1200. Wow! Das war sogar eine Seele von einem stolzen Ritter. Das war also eine richtig geile Seele. Das heißt, jetzt können wir sogar noch zwei Punkte vergeben. Ja, dann nehmen wir alle. Vergeben die Punkte und holen für den Rest Pfeile. Ah, okay. Da kommen wir auf genau 3000. Ich glaube, das reicht da nicht. Gut, das reicht nicht. Für zwei Punkte. Ah, stimmt, das kann sein. Nee, nicht mal anders. Das ist so eine richtige Quasselstrippe, die alte. Ja, echt mal. Ich hatte gerade Vitalität. Ja, nochmal Geschick. Oder Anpassung? Nee, Geschick. Wie viel gibt's denn überhaupt? Zwei Angriffskraft? Aha, okay.
Wir müssen mal gucken, wie viel unsere Waffe macht, bevor wir einen Geschickpunkt drauf werfen. Ach, da stand da sogar rechte Waffe, habe ich jetzt aber nicht drauf geachtet. Damn it! Ja, und, auf jeden Fall so Sachen Damage. Wie Traglast und so kann man ja auch noch machen, ne? Ist halt die Frage, ob wir das brauchen, ob wir irgendwie schwere Sachen tragen. Keine Ahnung. Ah, das macht Stärke nicht, okay. Ich glaube auch, aber es gibt extra einen Punkt dafür. Belastung. Naja, okay. Haben wir nur 4, ist natürlich auch nicht so viel, wa? Ja, eben. Aber wir sind ja auch geschickt. Ja, genau. Deswegen. Na, finde ich gut. Machen wir ein bisschen Seelen jetzt. Pfeile, sorry. Ja, die werden wir schon verballern. Ja, eben. Bestimmt hier wieder auch irgendwo ein Gegner, den man so farmen, also den man so nach und nach kaputt machen kann. Ja, wie den Drachen bei Demon's Souls damals. Oder jetzt bei Dark Souls, meinst du? Genau. Oder den Schwanz vom Drachen. Da braucht man ja auch relativ viele Pfeile für, bis der endlich mal kaputt geht. Oh ja. Aber ich weiß noch, Demon's Souls, wie wir uns einfach 20 Minuten lang irgendwie... Ich glaube, da haben wir sogar an deinem Rechner dann irgendwie gesessen und irgendwas anderes gemacht und haben einfach die ganze Zeit nur R1 gedrückt. Haben wir mal zusammen Demon's Souls gespielt? Ja. Ich kann mich da überhaupt nicht mehr dran erinnern, an Demon's Souls. Haben wir auf jeden Fall nicht aufgenommen, weil das haben wir einfach so gezockt. Das haben wir einfach so gespielt. War das, wo du von dem Turm den Drachen killen konntest? Ja, da hattest du, glaube ich... Oder war das Dark Souls? Nee, bei Dark Souls. Das war Demon's Souls. Ja. Da hattest du doch diese lange Brücke, wo du auf der... auf so einer kleinen Mauer gestanden hast und dann kam der Drache doch immer wieder so angeflogen. Ja, genau. Genau. Da konntest du den kaputt farmen. Da haben wir einfach immer irgendwie die Kopfhörer aufgehabt, haben gewartet, bis man den Sound hört, alles klar, schießen und haben das die ganze Zeit so gemacht. So. Das heißt, wir haben jetzt noch den Weg hier rum an dem dicken Typi vorbei. Genau. Ach, scheißt du mal auf den Typen, der die Sachen wirft. Probier ich mal aus. Lockst du? Nee. Ich hätte besser geblockt. Oh, ein Gegenstand. Das ist auch so deprimierend, wenn man diese Kackkiste von den Leuten kriegt. Okay, ich bin fest davon ausgegangen, dass der länger braucht zum Schlagen und ich eh schneller bin. Krass. Das ist übelst, Junge. Scheiße! Oh, guck mal, er ist weg. LOL. Er ist weg. Willst du nochmal mit dem Ding versuchen? Nee. Okay. Das klappt sowieso nicht und vielleicht brauchen wir die Bombe später nochmal. Vielleicht, wie gesagt, vielleicht brauchen wir die später und die brauchen wir nicht so unbedingt jetzt. Bin zwar schon an dem verreckt, aber. Jetzt auch? Scheiße! Das war jetzt eiskalt. Ja, wenn er dich einmal trifft, hast du verloren. Ja. Bei der Dreier-Kombo. Fuck! Großschwert, boah, die Dinger habe ich ja gehasst. Finde ich auch furchtbar. Die machen extrem viel Damage, aber genau, bis du damit mal zugeschlagen hast. Ja. Boah, und vor allem, wenn du zugeschlagen hast, dann musst du ja erst wieder die Waffe wieder so aufnehmen. Das dauert auch ewig. Und ganz ehrlich, bei welchem Gegner, den wir bisher hatten, hätten wir die Zeit dafür gehabt? Keinem. Die sind also alle voll schnell geworden. Wobei du die vielleicht one-hitten würdest damit. Oh, ja. Also den Dicken jetzt natürlich nicht. Tut mir leid. Soll ich eigentlich mal Humanity nehmen? Was hältst du von der Idee? Wenn du möchtest. Ich kann dich nicht davon abhalten. Sei denn, ich reiß dir jetzt das Pet aus der Hand. Ja, stimmt. Das ist krass. Ne? Also die stellen nicht das Leben wieder. Oh, guck mal, da will ich einer summonen. Du kannst viele. Drei Stück sogar. Vier Stück. Ne, die wollen alle gesummt werden, oder? Ja. Ja, die kannst du holen. Soll ich mal einen holen?
Aber es ist halt die Frage, ob der das gleiche Fort wie du. Ja, stimmt auch. Du fickt euch alle. Boah. Oh, wie viel Leben wir jetzt haben? Leck mich am Arsch. Ich bin voll versucht, nochmal so ein Menschenschild zu schlucken, nur um zu gucken, ob da oben dann eine 1 erscheint. Wie viel haben wir denn davon? Noch 4 Stück? Ja, komm. Probieren geht über studieren. Kann ich nicht. Kann ich nicht benutzen. Ah, okay. Ja, dann hat sich die Frage da übrig. Ja, umso besser. Interessant. Oh, willst du das nicht drauf lassen, damit ich nicht aus Versehen Viereck drücken kann? So. Nee. Fick dich. Oh, wie der auf einmal angerannt kommt, wie so ein abgefuckter Motherfucker. Oh. 295 Damage. Ich glaube, eben haben wir nur 290 gemacht. Ja. Nur. Guck mal, wie der genau das gleiche gemacht hat wie ich. Das ist ja verdammt. Man hat überhaupt gar keine Zeit, auf die zu reagieren. Ich hatte keine Ausdauer mehr. Alles klar. So, Big Baba. Alter. Rums. Wie lange wir auch brauchen, um aufzustehen, ist der Hammer. Wie lange wir brauchen, um diese hässliche Flasche zu schlucken. Krass. Alter. Wir haben mittlerweile so viel Leben, dass die Flasche dich nicht mal voll gemacht hat. Houston, we have a problem. Ah, jetzt schon. Alter, echt. Das war wieder asynchron. Ja, das war gerade. Das nicht an der Aufnahme, Leute, das war das Spiel. Man muss dabei sagen, ich muss beim Schneiden halt immer schon wieder anpassen, weil die Elgato da teilweise Mist baut. Oder Magix? Ne, ich glaube, es ist eher Magix. Ich glaube, also, ich renn mal durch. Ein neues Gebiet. Die Tür wird abgeschlossen sein. Aber probier's. Ist absolut recht. So, was ist euch passiert? Oh. Das ist interessant. Vielleicht ist das noch ganz gut, dass die Tür abgeschlossen ist. Ja. Dem Sternheimat genau. Das ist gut. Das ist schön. It's so fun. Das ist aber ein riesen Raum eigentlich für die zwei Typen. Ja, finde ich auch. Komm, ich kann hier direkt hier mit Pfeil und Bogen direkt Oho. Killen. Nur Probleme. Den kleinen Robin Hood neben mir sitzen. Ha, interessant echt hier mit der Tür. Und das gefällt mir. Weißt du, sowas heißt für mich immer. Da kommt ein großer Gegner. Ja. Was ist dir passiert? Oh, da ist Nebel. Du bist zurückgerannt. Guck mal, da kämpft gerade auch einer gegen irgendwas in der Tür. Ja. Ha. Ja, es wird noch kommen irgendwann. Oh, und Nebel. Nebel ist natürlich witzig. Da könnte ein Boss hinter sein. Wir haben ja ganz am Anfang einen gefunden, wo wir meinten, den werden wir noch nicht gemacht. Das sieht aus wie ein Ritter, oder? Ja. Ich will einen Ritter kämpfen. Ja, gelbes Kraut brauchen wir nicht. Zumindest noch nicht. Was macht das? Dadurch stellst du Zauber. Wie frech ist der denn? Wo kommt der denn her? Das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Ist der da runtergelaufen? Nee, der war da nicht. Nee, das ist nicht der Ritter. Komm her! Ah nee, warte mal. Also, das war. Ich habe zwar gefailt, aber er auch. Zum Glück. Und alles ist gut. Was sagt die Nachricht? Versucht Köder. Vorsicht vor Hinterhalt. Ah, das war der Hinterhalt wahrscheinlich gerade. Okay, verstehe. Aber willst du nicht mit dem Bogen auf dich schießen? Doch, ich möchte nur noch die zweite Nachricht hier lesen. Achso, ja, hab's verstanden. Das ist gar kein Ritter, oder? Nee, das ist irgendwie so ein Plusgegner. Warte mal, der killt mich jetzt, wo ich das gesagt habe. Was sagt ihr? Ja, langweilig. Oh! Da ist noch ein Hinterhalt. Wieso habe ich denn aufgehört, den anzuvisieren? Das war ich selber, muss ich sagen. Ich habe auf die Taste gedrückt. Ich weiß nur nicht, warum ich so dumm war, auf die Taste zu drücken. Du hast was fallen lassen. Jetzt, sir. Ah.
Pass auf, jetzt kommt noch ein Hinterhalt. Nachricht lesen. Vorsicht von hinten. Auch schon? Schon wieder? Nee, die Typen sind alle weg. Ach, vielleicht schießt einer auf dich. Warte mal. Aber da ist doch gar keiner mehr. Okay. Ja, das linke konnte ich nicht genau sehen. Da oben ist nämlich auch noch ein Loch. Vision von Pech. Vision von Pech. Wieso sind hier alle gestorben? Ja, einer ist hier gestorben. Ja, der ist gut gewesen. Guck mal, was der macht. Der steht da rum. Und rennt zurück. Ja, der wurde wahrscheinlich von den. Der ist wahrscheinlich durchgerannt, weil er dachte, er könnte mit. Gelobt sei die Sonne! Helle Bade! Da kommt. Boah. Gar nichts. So, die helle Bade ist wahrscheinlich scheiße. Warum? Ich glaube nicht, dass die mit. Stärke, okay. Ja. Und die Stärke dafür haben wir noch gar nicht. So. Jetzt muss Peter in den Nebel. Wieso sind denn jetzt hier die ganzen Nachrichten weggegangen? Ich wollte hier noch ein bisschen lesen, was hier so vor dem Nebel ist. Okay, scheiß drauf. Oh, erst das Fass vorher. Nee, scheiß drauf. Kannst du auch im Kampf machen. Ja. Kann man nicht. Der geht weg, ist kein Boss. Da ist kein Boss. So, wie bist du gestorben? Oh. Ja. Geil. Hä? Kannst du eigentlich die Fackel nochmal nehmen? Oder musst du die erst anzünden und die ganze Zeit mit dir rumschleppen? Du musst die auf jeden Fall erst anzünden. Jetzt haben wir nämlich schon 30 Minuten Fackel. Das heißt, du musst die ganze Zeit die Fackel statt dem Schild in der Hand haben? Nee, du kannst die Fackel wegpacken. Ach so, ich dachte, dann geht die aus. Nee, ich glaube nicht. Ah, gut. Ja, dann machen wir die vielleicht das nächste Mal am Leuchtfeuer an. Oder kannst du die an so einer Fackel da auch anmachen? Nee, Moment, kann man ausprobieren. Hier sind sehr viele Rufsymbole. Feuerpfeile! Ja. Ich kann hier nichts anmachen. Wenn du die Fackel auswählst. Tür und dann Hurra für Leuchtfeuer. Oh! Ich glaube, wir sind gar nicht mehr so weit von dem Boss entfernt. Da ist die Tür oben von dem Leuchtfeuer. Du kommst jetzt die Treppe runter. Lol, jemand kämpft ja da. Ah, jetzt weiß ich, wo wir sind. Alles klar. Da die Treppe hoch ist das Leuchtfeuer. Das ist ein Shortcut, sehr gut. So, jetzt guck mal runter. Da. Da rechts. Genau. Ach, das Vieh, ja, genau. Oh, ich denke, du wirst da jetzt auch runterfahren. Ich denke auch, oh Gott, Feind voraus. Ey, rufst du mal rüber. Ja, komm her. Blackbeard! Wir machen das zusammen. Rufen für den Schlag. Ach, warum? Symbol ist verschwunden. Hier war aber noch irgendwo eins. Warte mal, hier ist noch ein Weg. Lol, was ist das denn? Mach den weg! Nein! Ich bin nicht! Warte! Wieso treffe ich den nicht? Ey, ich habe den echt nicht getroffen. Du hast gesehen, ich habe versucht, den zu treffen. Ja, ich weiß. Das waren nämlich diese Käfer. Ja. Scheiße. Die lassen da immer diese Steine fallen, die man zum Updaten und also ein Kokolores braucht. Fuck, ey. Da habe ich aber auch zu lange gebraucht, um zu schalten. Was ist das denn hier? Oh, großer Lederschild und ein Lebensstein. Wie kann man denn da sterben? Das ist unglaublich, wie viele Leute an den Gegnern davon vorbeirennen. Was, ey? What the fuck? Okay, Schild kurz gucken. Ja, das ist der da, ja. Der hat eine höhere Abwehr. Aber weniger Magie und weniger Blitz. Ich glaube, wir brauchen Feuer. Ja, da ist der besser. Der ist am besten. Feuer. Aber der blockt wenig. Der blockt wenig. Ja, dann nimm den. Ich habe jetzt keine Estus-Flasche mehr. Ich glaube, ich gehe nochmal kurz zurück. Ja, so viel Seelen haben wir ja auch nicht. Ja, aber. Achso, das ist ja for free. Stimmt, da kommt kein Gegner mehr dazwischen. Ja, doch, zwei, glaube ich, aber. Ist doch scheißegal. Wenn du die Leiter jetzt hochkletterst? Nee, ich meine. Ah, Ina meinst du? Ja. Auch zu dem Boss zurück ist ja quasi kein Weg mehr jetzt, wo wir den Shortcut freigeschaltet haben. Oh. Okay, der braucht echt extrem lange. Ja, um den Schild wieder hochzukriegen. Das haben die auf jeden Fall geändert. So, dann lass mich doch mal kurz. Deswegen sind auch hier die ganzen Rufsymbole. Wahrscheinlich. Ja, denke ich auch, ja. Hast recht. Soll ich. Kriegen wir ein Level damit? Lass mich mal kurz nachgucken. Ne, würden wir kein Level mitkriegen.
Dann nehme ich die Seele mit, wa? Ja, sicher, weg damit. Jetzt hole ich mir aber einen. Costa dies. Ach, das ist ja scheiße hier. Meinst du, das ist noch Buggy? Ja, ich glaube, die werden einfach die ganze Zeit benutzt, nehme ich an. Und wir sind einfach nur zu spät. Andersrum? Achso. Alter. Ich kann den unten ja nicht anvisieren. Das ist jetzt doof gelaufen. Ganz direkt wieder ans Feuer. Ohne Spaß, kann ich echt. Hört aber auf hier! Ich glaub, manchmal denke ich mir echt so, boah, jetzt ist vorbei. Ich könnte jetzt ein Level steigen, ohne Spaß. Du willst jetzt echt für ein Level wieder zweimal Ladescreen haben? Ja, okay, dann. Jetzt hole ich mir aber ein. Kremetat habe ich nicht mehr gelesen. Was soll das denn die ganze Zeit? Feuerfrei 1, 2, 3, 4. Jawohl, komm her. Wie können denn die Symbole die ganze Zeit? Ach, leck mich. Da mache ich den halt alleine. Das verstehe ich nicht. Ob das irgendwelche Connection-Fehler, also Verbindungsfehler sind? So. Ja, weiß ich auch nicht. Ist mir so wurscht. Let's go. Oh, hier ist eine super Stelle für einen Cut. Lol. Okay, wir sind an dir vorbeigefahren. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich auch nicht. Hm. Oh. Oh, oh, oh. Rufsymbol und Nebel. Denk dran, bei Dark Souls war es so, wenn du mit einem anderen zusammenspielst und eine Estus-Flask trinkst, machst du den anderen voll. Oder? Im Ernst? War das nicht so? Ich glaube... Oh. Ist der gerade durch die zur Tür gelaufen? Ja, ich glaube, der stand da an der Tür. Hallo, ich blocke! Ja, aber du, wie siehst du nicht an? Oh. Oder du kannst halt nicht blocken. Krass. Ach stimmt, du hast ja nur den Billigschild. Ach so, ja stimmt. Ja, den kannst du jetzt wieder wechseln. Ja, Schild gefällt mir gar nicht. Ich glaube, der Lederschild ist besser. Auch Phantom wurde gerufen. Guck mal, hat doch geklappt. Der Typ ist da. Hast du mitbekommen, oder? Ja, habe ich mitbekommen. Die Tür ist zu. Hallo! Also. Moment, was kann ich denn hier machen? Da. Nein, der geht schon voraus. Ja, dann wollen wir mal, ne, Kollege? Ja, Boss. Oh, mit Zwischensequenz. Sein Vagina-Kopf. Das ist nicht so, oder? Das ist ein verkacktes Monstrum, der ist verkammt schnell und ich hasse den Gegner. Viel Glück, Peter! Guck mal, der kann doch nichts. Alter, der macht den voll viel Feuerschaden. Guck mal, wie viel Leben der dem abzieht und du mit deinen Pfeilchen machst 20 Schaden. Du musst da weg! Ja, der hat mich leider noch erwischt. Ach, das ist jetzt doof. Wie kann ich den denn ausweichen? Wahrscheinlich besser in den reinspringen, als irgendwie zur Seite springen. Ach so, also nach vorne oder hinten, meinst du, ja. Der Blöde, ich weiß gar nicht, was passiert, wenn der Typ den jetzt schafft. Weiß ich auch nicht. Was Monster-Design auch wieder, weißt du? Ach, da überrascht mich schon gar nicht. Ohne Spaß. Der kann bestimmt gut schlucken.